Hallo Kochfans, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Cooking Area. Heute machen wir zusammen Falafeln. Zuallererst nehmen wir den Knoblauch, welcher fein gehackt werden muss. Zwiebel und Petersilie werden beide auch ganz fein gehackt. Die Kichererbsen müssen abgewaschen werden und anschließend abtropfen. Dann könnt ihr sie zusammen mit der Zwiebel, dem Knoblauch und der Petersilie pürieren. Wenn die Kichererbsen fein püriert sind, heben wir Mehl, Paniermehl, das Kumin und Ei unter die Masse und rühren so lange, bis ein nicht mehr klebender Teig entsteht. Anschließend müssen wir noch mit Salz und Pfeffer würzen. Aus dem Teig formen wir ca. 5 cm große, schöne, runde Kugeln. In einen Topf geben wir Fett. Dieses lassen wir erhitzen. Ob es wirklich heiß genug ist, seht ihr, wenn ihr einen Holzkochlöffel hineinhaltet, also den Stiel, und wenn kleine Bläschen kommen, dann ist das Fett heiß genug. Anschließend gebt ihr die Falafeln vorsichtig hinein und müsst aber aufpassen, dass sie nicht am Boden des Topfes anbrennen. Jetzt lasst ihr sie, bis sie goldbraun sind, frittieren. So Kochfans, das war auch die Folge für diese Woche. Hinterlasst mir jetzt einen Daumen nach oben oder nach unten, je nachdem wie euch das Video gefallen hat. Abonniert meinen Channel oder kommentiert das Video. Bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch jetzt viel Spaß und kocht weiter!